Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 15. 14? 15? 15. Naja, meine Güte. Sorry, letzte Folge ist die Webcam ausgefallen während der Aufnahme, weil ich ja Noob bin. Sagen wir mal so. Hab's jetzt auf einer anderen Taste umgestellt. Denn, naja, weil ich zufällig auf der gleichen Taste hatte. Ja, ich hatte es auf der gleichen Taste. Sorry dafür, aber naja, was will man machen großartig, ne? Was will man machen großartig? So, jetzt habe ich das nächste Heimspiel gegen Cambridge. Das letzte Spiel haben wir gewonnen, auswärts gegen Portsmouth. Aber wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch nochmal an. Und ich werde jetzt das dritte Saison, also das vierte Spiel in dieser Saison angehen, beziehungsweise das dritte Meisterschaftsmatch. Und das zweite auf Profi. Okay, auswärts könnt ihr schon mal nicht spielen. Mit Auswärtskleidung könnt ihr schon mal nicht spielen bei mir. Ah, mit Heimkleidung natürlich, meine ich natürlich. Wir werden gegen Cambridge spielen, ist auch nicht die stärkste Mannschaft. Das wird dann Cheltenham sein, was ich so gesehen habe, von den Sternenverteilungen her. Portsmouth war auch bei weitem nicht eine der stärkeren. Okay. Wir gehen jetzt hier ein bisschen Elfverhalten, sagst du? Okay. Okay, ich bekomme hier Minuspunkte. Sehr schön. Okay, der war auch drin. Das ist auch nicht so super. Oder war er? Naja, egal. Was machst du, Kollege Hunt? Sehr schön, habe ich gehalten. Wahnsinn. Und jetzt? Na, was machst du? Oh, der kommt jetzt irgendwie. Ah, kann ich auch nicht halten. Naja, okay. Naja, okay. Gehen wir einfach ins Match mal rein. Und tun unsere Dinger. Erstes Heimmatch hier jetzt da. Auf Profi. Und mal gucken, ob man hier überhaupt die Webcam im Finsteren sieht. Ob man zumindest das Gesicht vom Monitor reflektiert. Wieder zurück, dass ich indirekt vom Monitor beleuchtet werde. Und wahrscheinlich schaue ich aus wie ein Geist, aber das ist mir jetzt im Moment egal. Wir sind hier beim Heimmatch gegen Cambridge, die aufgestiegen sind. Also ich habe keine Ahnung, wie die spielen überhaupt. Also mal schauen. Chapman am Ball. Und gleich mal die erste Chance und abgefälschte Ball und gleich mal Eckball. Das ist doch sehr schön. Ich habe nicht geguckt, ob ich jetzt wirklich Profi bin. Das muss ich jetzt nochmal gucken. Kann ich das hier einstellen? Wahrscheinlich nicht, ne? Visuell, Audio, Gameplay. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Naja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt prinzipiell auf Profi spiele, denn es kommt mir noch immer ziemlich leicht vor. Just saying. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Habe ich da irgendwas gehört? Nee. Oder? Ach, keine Ahnung. Weiter geht's. Okay. Vielleicht bist du nämlich vorgekommen, da hat wer geredet im Hintergrund. Das kann aber auch nur meine Einbildung gewesen sein. Jetzt war ich gerade ein bisschen skeptisch. Aber das ist schon okay, Salah. Ja, cool. Die erste Chance für Cambridge gleich mal. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Das war sehr knapp, Salah. Okay. Da sind meine treuen Fans. So. Okay. What the fuck tue ich denn? Wow, jetzt hätte ich schon wieder fast einen Aussetzer gehabt in meinem Kopf. Ja. Beim Abstoß. Trau mir nie bei einem Abstoß, wie es ausschaut. Dieses Spiel spielen wir heute. Wilmot. Okay. Wilmot am Ball. Dann Zebrowski. Ah, das war jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Eis. Schade. Was haben wir? Vier Flying als nächstes. Flying im Zweikampf. Hat zwar den Ball ins Ausbekommen, aber nicht gewonnen. Und anscheinend spielt jetzt Cambridge mal ein bisschen mit mir. Das müsste ein Foul gewesen sein, war es aber nicht.
Okay, schauen wir mal, wie es jetzt Jolly macht. Jolly müsste den Ball so reinbekommen und... Ja, das war zu... Zu optimistisch von Chapman. So, ausgeglichen. Ich gehe jetzt ein bisschen offensiver dahin. Denn ich spiele zu Hause und da darf ich auch als Heimmannschaft agieren und das Spiel machen. Würde ich sagen, oder? Mhm. Agreed, würde ich sagen dazu. Chapman. Und Pal... Und gleich, genau, Paleroberung. Die Balleroberung für Chapman. Jackson. Ziprowski. Jolly am Ball wieder. Jolly geht hier durch. Und, ah, bekommt hier nicht den Schuss los. Aber es gibt zumindest Eckball für mich jetzt, würde ich sagen. Und, ja. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, ist eine gute Frage, ne? So. Ah, das war nix. Jackson. Ziprowski. War der abgefälscht oder warum ist das hoch durchgegangen gerade? Nope. Da war keiner dran. Da habe ich den Ball nur angeschnitten und das ist so hoch drüber gegangen. Okay. Schade. Was will man machen, ne? Was will man machen in dem Fall? Ziprowski. Klukowski. Ziprowski und Klukowski. Auch ein gutes Wortspiel hier, Jackson. Noch immer Jackson am Ball. Die Saison ist ja im Moment noch jung. Und da geht auch noch nicht so viel voran. Im ganzen Bereich hier. Es wird ja sehr interessant, erst wenn ein bisschen was gespielt ist und man ungefähr sieht, welche Mannschaften hier eine Gefahr darstellen können, um meinen Aufstieg zu gefährden und wie viel ich gewinnen werde, etc. etc. Ich weiß es noch nicht. Chapman am Ball. Oh. Das ist natürlich nicht so super gelaufen, dann... Jakubu will sich den Ball wieder schnappen, schafft er aber gerade nicht. Ich muss ja aufpassen, dass ich in keinen Konter laufe, wenn ich offensiv aufgestellt bin. Chapman kommt dem Typen hier nicht nach. Aber Pitchley ganz sicher. Und schauen wir gleich, dass wir einen schnellen Konter fahren. Pitchley wirft weit aus auf Jolly. Und Ziprowski ist im Sturm. Kann er denn da laufen? Kann er leider nicht. Taylor ist da schneller leider. Okay, sorry, dass ich mir ein paar Mal die Nasen kratzen muss, aber die juckt gerade halt. Irgendwie ist ein Staubkörnchen in meiner Nase oder so irgendwas. So, Wilmot am Ball. Bis jetzt haben wir noch keine guten Erfahrungen mit Flanken, aber vielleicht in diesem Fall... Ziprowski, sehr schöne Aktion. Von weit draußen. Ne, das war Jolly sogar, okay. Es gibt Eckball, Eckbälle habe ich leider auch noch nicht so gute zusammengebracht, wie ich gerne möchte und der ist auch nicht. Der gehört auch dazu, würde ich sagen. Der gehört auch dazu. Ha. Also Eckbälle sind auch schwerer geworden. Ist natürlich schade. Weil Eckbälle war immer meine Spezialität. So, hier vorne haben wir Flein. Okay. Klukowski mit dem Ball zurück. Aber da hat ein Gegner schon wieder den Ball. Der spielt jetzt erstmal da vorne so ein bisschen rum, trickst den einen oder anderen aus und endet dann auch im Nichts bei Pitchley. So, hier haben wir Jakubu am Ball und wow. Der war um H, ein bisschen zu weit vorgelegt, aber der ist noch im Spiel, der Ball. Der ist noch im Spiel. Und hier Jakubu will es gleich gut machen. Jakubu am Ball. Noch immer Jakubu am Ball, hallo, willst du gleich selber machen? Oder wie? Jakubu! Oh. Ich weiß nicht, wo das hingehen wird noch. Ich muss da ein bisschen präziser werden, beziehungsweise weiter vors Tor laufen, wenn ich wirklich die Chance habe, denn von hier treffen die auch nicht. Aber optimistisch ist man ja immer wieder, ne? Ah, Flying bringt hier den Ball auch nicht zum Stehen. Jakubu wieder am Ball. Jakubu, sehr schön. Bringt ihn auf Klukowski. Diesmal geht er nicht nach vorne mit. Ah, und es war zu weit. Zu weit, zu weit, zu weit für Ziprowski. Da kann Ziprowski jetzt auch nicht unbedingt alleine was anstellen da vorne. Sandell hat ihn schön zurückgeköpft auf Jones. Sandell. Ziprowski. Chapman. Ah, auch nichts. Die stehen zu solide noch.
Und es müsste mal Einwurf für mich geben, das ist sehr schön. Ha, Einwurf. Okay, nächster gleich mal. Schauen wir mal. Ich habe gar nicht gewusst, dass es geht soll. Jetzt aber, auch nicht wirklich. Und da ist der Ball schon wieder bei uns hinten. Jakubu hat den Ball. Ich würde mal sagen, ich bringe den mal so. Ah, Jakubu, was machst du denn? Guter Junge. Flying. Jackson. Hier finde ich im Moment noch keine Lücke. Die spielen auch defensiv gerade sehr gut, muss ich sagen, Cambridge. Okay, Zebrowski wieder am Ball. Klukowski. Ah, schade. Ich finde die Lücke noch nicht. Chapman. Ah, da hätte er jetzt die Chance gehabt, der Zebrowski, aber kommt er nicht an den Ball ran und schon wieder, wie es dem auch schon so oft so war. 5 Minuten der ersten Halbspielzeit, Nachspielzeit. What? Halbspielzeit, Nachspielzeit, genau. Halbzeit, Nachspielzeit, so. Gut, und es gibt keinen Einwurf mehr. Halbzeit, 0-0. Ich weiß noch nicht, wo das Ganze hingeht. Ich weiß noch nicht, wo das Ganze hingehen soll. Und naja, es ist noch nicht das Wahre. Noch nicht das Wahre. Okay. Erste Halbzeit war jetzt nicht wirklich schlagkräftig. Aber naja. Naja. Wir haben noch definitiv Reserven nach vorne. Ich würde sagen, Howie würde ich gern reinbringen. Aber Jolly ist schnell. Sorry. Okay. Naja, ich habe einen schnellen Stürmer mit Jolly und einen durchaus gebalanceden Stürmer mit Zebrowski. Also Howie bringe ich jetzt im Moment noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich eventuell statt Fly in bringe. Aber mal schauen. Mal schauen. Okay. Weiter geht's hier mit unserem Anstoß diesmal und ich fange gleich an wie in der letzten Runde. Mehr oder weniger, dass die erste Halbzeit war. Also Sandell am Ball, Wilmot. Wilmot noch immer am Ball, ich weiß nicht, was Wilmot hier vorhat genau. Chapman. Und Chapman. Flynn. Flynn noch immer am Ball. Flynn noch immer am Ball. Chapman. Ah. Schieß doch nicht von da, pass nochmal rein. Meine Güte, wieso passe ich da nicht rein? Aber ich habe einen Ballbesitz von 60%. Das sagt eigentlich schon alles aus. Aber Cambridge ist in der Verteidigung einfach zu gut noch im Moment. Noch. So. Jolly am Ball. Jolly noch immer am Ball. Jolly macht die Runde, Jolly rennt rein, Jolly. Jolly am Ball noch immer und da ist er, super. Super gemacht, 1-0 für uns. 1-0 für Newport County, so soll's sein, so soll's sein. So, setze ich mich mal richtig hier dahin und genießen mal den kleinen Feiertanz hier, den die Leute machen. Und das ist definitiv fast noch ins Auge gegangen, denn Zebrowski ist da knapp. Vor allem abseits gestanden, das wäre sicher passiv gewesen. Ich weiß aber nicht, ob FIFA das zählt. Christian Jolly, 3 Tore in 3 Spielen der Liga jetzt selbst und sehr schön. MVP würde ich sagen, bisher im Team neben Zebrowski, der gerade den Ball erobert hat. Die 2 Stürmer sind hier wirklich super. Zebrowski, das war jetzt nicht ganz der Fall. Jackson. Klukowski. Das war nichts. Er hätte vorne passen müssen. Nach vorne passen. Jungs. Ich habe doch nach vorne gedrückt. Okay. Jackson. Jackson kommt auch nicht ran. Jakubu probiert es jetzt diesmal. Er wird auch ausgetrickst. Sandell. Kannst du diese Lösung lösen? Die Lösung lösen? Das Problem lösen, meine Güte.
Und schon wieder ein Konter, angeführt von Zebrowski, geht auf Jolly. Und Jolly ist schnell. Er ist schnell. Wenn er sein möchte. Ich habe hier zwei Leute und ich hätte da noch nicht zurück... Ah, da hätte ich noch nicht zurücksteigen müssen. Das war jetzt eine schlechte Idee. So. Jones? Maybe... Ah, ganz gefährliche Aktion hier. Da hatte Cambridge doch mal eine Chance. Wahnsinn. Okay. Kein Problem. Jakubo am Ball. Sandell. Jetzt drücken die schon langsam auch. Jetzt merke ich ein bisschen Druck von denen schon, aber ganz wenig nur. Dass sie jetzt etwas offensiver agieren als zuvor. Okay, Chapman am Ball. Ah, Blödsinn. Chapman möchte natürlich den Ball erobern und das ist wieder eine gefährliche Flanke. Jetzt müssen wir langsam aufpassen. Jolly am Ball. Auf Zebrowski. Ah, Jolly, da läuft er nicht mehr. Schade. Schade, schade, Schokolade, sage ich da nur. Oh, ja. Sehr schön. Harrison Dunk und Johnny Hunt kommen, werden jetzt gewechselt miteinander. Bei den Cambridgern. Bei Cambridge sage ich jetzt mal, weil es klingt so komisch, wenn ich einen englischen Namen auf Deutsch quasi umwandle. Irgendwie. Ich sage einfach den Londonern. Ja, klingt auch witzig. Ich sage einfach Cambridge. Die Leute von Cambridge. Mhm. Okay. Ist Cambridge nicht in London? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann klärt mich mal bitte in den Kommentaren auf. Okay, das wird wieder gefährlich. Puh. Also jetzt wird es langsam gefährlich. Und wenn es gefährlich wird, dann heißt es, wir müssen wechseln. Klukowski. Moment mal. Zebrowski ist angeschlagen. Ja, dann raus, hau ich rein. Klukowski raus und Meinschall rein. Und dann behalte ich noch den letzten Wechsel für die Schlussphase auf, für die letzten 10 Minuten. Ah, da sieht man nochmal das Tor und wie sie dann jubeln, die Leute von mir. Sehr schön. War sehr schön gedacht einmal. Das war auch die Schlüsselszene. Und es wird wahrscheinlich das dritte 1:0 in Serie, wenn nicht Cambridge hier nochmal irgendwie was leistet, das mich vom Sessel haut. Okay, was haben wir? Meinschall. Flying. Flying kann ja durchgehen, aber hat er nicht mehr die Kondi. Jolly. Ah, kommt er nicht mehr ran. War aber abseits. Okay, alles gut. War alles gut, war abseits. So, und wieder gleich direkt den Ballbesitz an Jolly bekommen. Meinschall. Meinschall noch immer am Ball. Der eingewechselte Meinschall. Und. Ah, die kann alle nicht gescheit schießen, die Mittelfeldspieler hier. Schade. Kann nichts machen, aber ich glaube, mit einer 60er-Mannschaft bin ich schon in der Liga ziemlich gut aufgestellt. Ich habe fast eine durchaus 60er-Mannschaft, das ist super. Denn die hatten noch gute Ersatz, also Jakubo jetzt. Über die rechte Außenbahn. Jakubo. Verdammt. Okay, ja. Ball für uns. Würde ich. Ah, Blödsinn. War kein Ball für uns. Ich rede schon wieder Blödsinn. Das kann sein, dass ich schon wieder ein bisschen müde bin. Dass ich schon ein bisschen spät am Abend, wie sich in den Lichtverhältnissen merkt. Es ist. Naja, 21.30 Uhr. Ist okay. Aber trotzdem. Abends. Ausgelaugt. Ich war nämlich heute Fußball spielen selber. Mit ein paar Kumpels früher von Fußball, mit denen ich gespielt habe. Und naja, das war ziemlich witzig. Ich war am Tor, wie immer. Ich war früher der Tormann, also von dem her. Und da muss ich jetzt langsam aufpassen. Meine Güte. Jungs. Aber jetzt kommt nochmal der Konter, aber die sind schon, können schon langsam nicht mehr. Ich muss schon langsam hier schauen, dass ich hier umstelle von offensiv so ein bisschen auf ausgeglichen wieder zurück. Weil ich führe ja 1:0. Es ist zwar jetzt nicht das super duper ober gute Shit-Spiel gewesen, sag ich jetzt mal. Aber nein. Und es ergibt Abseits. Okay.
All die Macht sei mit dir, ne? Aber trotzdem. Wieder nichts. Es ist wieder so ein Spiel, wo es tritt jetzt in Folge, wo es einfach nichts richtig los ist. Aber 1-0, 1-0, 1-0. Also wir haben 4-0, 1-0, 1-0, 1-0 gespielt. Das zweite 1-0 ist natürlich im Cup. Das werde ich dann zukünftig dann nicht mehr mitzählen. Denn Cup ist Cup. Und naja, wir sind in der Meisterschaft auf jeden Fall noch ohne Gegentor und nein, da hat sich jemand verletzt. Oh, das ist nicht gut. Wer hat sich denn da verletzt? Flynn hat sich da auch, ist auch angeschlagen. Gott sei Dank nicht komplett verletzt. Er ist angeschlagen. Okay. So, falls... Okay, er ist definitiv vielleicht auch sogar verletzt, weil es jetzt oben links eingeblendet ist. Ha. Ha. Und das ist nochmal kurz gefährlich, aber... Nach dem Ausschuss sollte es das gewesen sein, oder? Nee. Ist gar nicht. Ist gar nicht. Jolly läuft wie... Also läuft doch immer. Ein bisschen... Ah, komm schon, Jackson. Und da ist Howie auf einmal. Aber der ist im Abseits. Ah. Die Fans waren jetzt auch schon wieder excited, aber naja. Da gibt es nochmal kurz den Wechsel für den angeschlagenen Flynn. Mal schauen, was der Junge hat. Wir müssen wahrscheinlich nächstes Spiel ein bisschen umdisponieren, was es das angeht. Denn wir haben zwei angeschlagene Spieler gehabt in diesem Spiel. Das ist das Einzige, was jetzt wirklich auffällt, ohne dass man jetzt sagt, ja, wir haben gewonnen. 1-0. Ist gut. Aber wir haben leider zwei Verletzte und Flynn war auch Spieler des Tages. Okay. Wir sind das Einzige noch umgeschlagen nach drei Spieltagen. Das ist gut. Und ich muss jetzt nochmal schauen, was da jetzt ist. Spieler verletzt. Flynn, 2 Wochen aussetzen, Wadenzerrung. Okay. Also er ist wirklich verletzt. Und wir werden hier Brin reinbringen und Flynn muss derweil auf der Ersatzbank sitzen. Haben wir denn hier noch irgendwie einen Spieler, den ich sonst mitbringen könnte, das nächste Mal zufällig? Nee, haben wir nicht. Okay. Taktikvorlage speichern. Ja, bitte gerne. Und ich werde jetzt nochmal speichern. Auf dem zweiten Save hier. Denn man weiß ja nie, ne? Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, spielt schön brav weiter.